Ja, so vielleicht jetzt hier mal als kleines Vorwort zum heutigen Let's Play. Ja, ich habe hier einen kleinen Cappy auf. Ja, weil meine Haare sehen ein bisschen blöd aus. Ja, soll jetzt auch nicht das Thema sein. Was ich mal sagen wollte, ist, viele von euch freuen sich vielleicht schon darauf, meine Facecam als Facecam wirklich oben in einem Video zu sehen. Ja, dafür würde ich nur mal kurz mal sagen, das braucht noch ein bisschen Zeit. Also die nächsten Videos werdet ihr erstmal ohne Facecam sehen. Also die nächsten Let's Plays werden erstmal ohne Facecam stattfinden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Ja. Ich bin nun gerade auf der Suche nach einem geeigneten Programm, einem geeigneten Schnittprogramm, in dem man dann die Facecam auch einrichten kann. Ja. Wenn jemand einen Tipp hat, kann er es bitte hier unter die Kommentare schreiben. Ja. Ein kostenloses Schnittprogramm. Ja. Nach Möglichkeit. Da ich so aus Kostengründen so jetzt noch nicht so wirklich. Ich habe nicht wirklich den Stuff, um mir ein kostenpflichtiges Programm zu holen. Also, ja. Schreibt es in die Kommentare, ansonsten, ja. Tut es mir leid, dass das noch nicht mit Facecam stattfinden kann. Ja. Und wünsche euch viel Spaß mit meinem Let's Play Pokémon Y. Ja, auch nochmal sorry, dass es ein bisschen spät kommt. Ja. Konnte nicht so schnell organisiert werden. Also, ja. Los geht's. Viel Spaß. Haut rein. Jo, seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodim zu einem neuen Let's Play. Ja, Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet, deshalb, ja, verzeiht es mir, wenn meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt. Ja, im letzten Part haben wir Flodidis. Im letzten Part sind wir Flodidis durch den Fahrstuhl in das Geschoss, ins zweite Geschoss gefolgt und ja, in die zweite Etage gefolgt und eine dunkle Treppe hinuntergegangen. Nun werden wir erfahren, was am Ende dieser Treppe sich verbirgt. Ja, hören wir auf, zu viel zu reden und ja, jetzt lasst uns gleich mal beginnen und schauen wir mal, was da vor sich geht. Herausforderer von Flodelis, hör mir zu. Was? Der hat mich direkt mal angesprochen. Alter. Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja, sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurde von Kriegen erschüttert. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Einige Jahre vergingen. Ohne jede Kunde von dem Pokémon. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon. In seinem Herz entbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint.
Doch der Schmerz saß tief in seiner Brust fest. Seine Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um. Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Es wusste, dass sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das wieder aufgestandene Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Wow, das war traurig. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch mit dieser sehr trüben und traurigen, dunklen Geschichte in diesem Part begrüßen muss, aber gut, es kommen dunkle Zeiten in Pokémon Y. Es brechen dunklere Tage an. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird nur alles wieder vergehen. Oder willst du denselben nicht endenden wollenden Schmerzen spüren, die mich schon so lange plagen? Das ist AZ. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen, warum auch immer. Endlich ist es soweit, folge mir. Okay, ja, dann würde ich mal dazu tendieren, mal dem Typen dort zu folgen. In welches Stockwerk möchtest du? Ach, das ist ein Untergeschoss, nicht? Ich würde mal sagen, Untergeschoss 3. Versuche ich jetzt mal aus. Schon wieder eine rote Tür in einem schwarzen Korridor. Das sieht doch verdächtig nach. Nach, sag schon, nach zentralem Kampf aus. Oh. Finale Kampf, ich komme. Die Pokébälle, die wir ergattert haben und die Pokémon, die wir gefangen haben. Die sind bereit. Summa summarum heißt das. Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Also verlasse ich mich auf dich. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Oh, man sieht es gar nicht mehr. Hui, was ist passiert? Oh, jetzt habe ich was überblättert. Egal, es liegt an dir. Nutze das Potenzial in dir. Ja, das ist nicht meine Kamera, möchte ich mal sagen. Das ist so vom Spiel her, so schräg gedacht. Aber gut,
Keine Ahnung, was mit dem Spiel geht, aber das Spiel ist so schräg. Also der Bildschirm hat sich gerade vom Spiel her verschrägt. Oho, ich habe schon so viel von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich anstellen. Beginnen wir also so gleich damit. Ein Kampf. Wusste ich doch, ich führe den Kampf nicht gegen Flodelis, sondern gegen jemanden anders, gegen einen Handlanger. Eine Herausforderung von Team Flair Xeros. X-Warte wird von Xeros. Team Flair eingesetzt. Los, Jason. Würde ich mal sagen, Body Slam. Ja. Das scheint schon etwas zu mögen. X-Bad setzt Giftstreich ein. Okay, ja. Los, komm. Schaffst du, Jason. Jetzt noch einmal Body Slam. Oder auch nicht. Jason wurde besiegt. Los, Lenny Fickett. Was soll Lenny Fickett tun? Lenny Fickett setzt Spuckball ein. Na, lass dich auch erstmal in das Luftschnitt steigen. Spuckball! Attacke. X-Bad Gegner wurde besiegt. Lenny Fickett erhält einige EP-Punkte. Lenny Fickett erreicht Level 44. Lenifikate versucht Finsteraura zu erlernen. Aber Lenifikate kann nur maximal 4 Attacken erlernen, soll er eine andere Attacke durch Finsteraura ersetzt werden. Ich würde mal sagen, ja. Wie sieht es mit Gegenstoß aus? Ja. Okay. Lenifikate hat Gegenstoß vergessen und Lenfgeld an ein Finsteraura. Dank des EP-Teilers und so weiter. Und letztes Mal muss er erreicht Level 39. Xeros, Team Flair setzt als nächstes Calmanero ein. Möchtest du einen Pokémon wechseln? Nein, ich möchte mit Lenifikate weiter kämpfen. Hier wird nicht gewechselt. Hier wird gekämpft, bis man K.O. ist. Spukball. Oder ist die nach Team K.O. ist. Das, was eher der Fall ist. So, dann würde ich mal sagen, let's play Markus auf in den Kampf. Psycho-Schock. Hat keine Wirkung auf Calamaro. Calamaro, egal. Ich versuch's nicht auszusprechen. Mann, das für eine Attacke. Alter. Versuch's mal du, Lucario. Mega-Entwicklung und Steigerung. Sieg. Schraub, 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 schraub. Ja. Oh, das war nicht ganz so effektiv. Hilfe. Au, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Lucario wurde besiegt. Das ist gar nicht gut. Ich habe nur noch Justine. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Habe ich irgendwelche Beleber? Vitalkraut einsetzen, ja, das geht. Vitalkraut dürfte gehen. Ja, ihr merkt schon, ich habe kein Vertrauen in Justine. Ja, die hat mich in vergangenen Kämpfen etwas enttäuscht. Aber hält aus. Vielen Dank dafür, Justine, dass du mein Vertrauen gewinnst. Vielleicht kann ich mal Christoph beleben. Der scheint irgendwie schon
vorher K.O. gewesen zu sein. Justin Moore besiegt. Danke. Du bist deine Heldin, Justine. Nur noch ein bisschen Lucario. Das ist das letzte Pokémon von zweien. Kriegst du hin? Aura-Sphäre. Und gib ihm den finalen Hieb. Ja, danke. Du bist auch mein Held, Lucario. Wieso hat Lucario eigentlich keinen Spitznamen? Menschenskinder, du bist eine Wucht. Vielen Dank. SBN gewinnt 6720 Poké-Dollar. Und geht siegreich aus seinem Kampf hervor. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Du hast meine Anerkennung verdient. Summa summarum heißt das, dass ich dir jetzt etwas Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt ihre schreckliche Kraft einsetzen, können wir Carlos vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befinden sich ein blauer und ein roter Knopf. Keiner davon schaltet die ultimative Waffe ein und drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es! Okay, ich habe jetzt mal natürlich wieder die Wahl. Kann ich da rausgucken? Nee, ist gar kein Fenster, ist ein Bildschirm. Ja, drücke ich den blauen Knopf oder drücke ich den roten Knopf? Schwere Frage. Der blaue Knopf sieht sehr vielversprechend aus dafür, dass, ja, blau scheint irgendwie, ja, Farbe für das Gute zu sein. Der Bildschirm ist blau. Rot ist Team Plasma, also Rot ist böse, Rot ist schon immer die Farbe für Rose, für Rosen ist Rot die Farbe auch, aber für böse gewesen. Ich will dann nicht der Böse sein, der dann den falschen Knopf gedrückt hat, oder? Aber allerdings, ich stehe auf rote Knöpfe. Lass uns den roten Knopf drücken. Doch den blauen. Was soll ich tun? Sagt es mir. Ja, komm, ich nehme den roten. Das ist no risk, no fun. Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, los, roter Knopf. Ich weiß zwar, dass das eine falsche Entscheidung ist. Ich bin mir schon total sicher, dass das der Zerstörerknopf ist, aber. Shit happens. Ja. Let's Baben hat den roten Knopf gedrückt. Du hast es getan. Du hast es wirklich getan. Du hast den roten Knopf gedrückt. Pech für dich und alle anderen. Dank dir können wir jetzt nämlich die ultimative Waffe einsetzen. Oh Mann, scheiße. Jetzt habe ich die Welt vernichtet. Aber gräme dich nicht, selbst wenn du die richtige Wahl genommen hättest, wenn du das nur richtig geraten hättest, hätte ich sie aktiviert. sieh nur auf den Monitor. Oh nein, jetzt schauen wir zu, wie die Welt vernichtet wird. Jetzt dürfen wir live dabei sein. Die ganze Pokémon-Region zerstört wird. Oh nein. Oh man. Und ich bin schuld daran. Nein. Der Zwergenfürst ist böse. Was denn das für ein Teil? Okay, ja, das sieht schon mal gut aus. Ganz episch. Die ultimative Waffe wird abgefeuert.